Das nächste Video ist immer noch die Strafe, die jetzt endlich durchgeführt wurde. Vor einer Stunde kam es online. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, Evanjo war bei uns auf der Insel hier, auf Madeira, und hat mit mir ein Wettessen gemacht, sogar zwei Wettessen. Wettessen um Schokolade und einmal Wettessen um Pizza. Und er hat beide Wettessen verloren. Die erste Strafe, die er machen musste, ist, er musste 24 Stunden von dieser scharfen, von dieser ultrascharfen Suppe leben, also von dieser Nudelsuppe, diese schärfste Nudelsuppe der Welt. Die zweite Strafe, er hasst Tomaten, also er hasst Tomaten wie die Pest, ich liebe ja Tomaten, aber er hasst Tomaten. Er muss jetzt zwei Tage lang von Tomaten leben. Ich bin sehr gespannt, ob er es überlebt hat oder ob er hier wie auf dem Thumbnail zu Boden ging. Ich bin sehr gespannt. Du müsst erstmal verstehen, warum ich überhaupt Tomaten hasse. Weil das er erzählt sogar, warum er Tomaten hasst. Jetzt bin ich aber neugierig. Wie kann man Tomaten hassen? Leute, ich weiß, Tomaten ohne irgendwie auf Pizza oder so sind vielleicht nicht so spannend. Aber Tomaten sind so geil. Ey, appreciate Tomaten. An meiner Schule gab es... Jetzt kommt das traumatische Erlebnis. Damals drei Jungs. Sie waren alles Brüder. Und sie waren bekannt unter dem Namen Tres Tomatos. Digga, schau dir den mal an. Was wollt ihr denn von mir? Guck mal, wie der geht, Alter. Alter, du Knecht. Mann, ey. Eines Tages haben sie den Bogen überspannt. Oh, ich hoffe, das ist nicht. Mein Geld, Junge. Hey, klar mit den Mäusen. Nein. Ich hab niemals mein Geld. Und knallt's. Was? Ich lass mich nicht mehr von euch machen. Eigentlich sollte ich mich schämen, dass ich eine Tomate getötet habe, aber an diesem Tag ging es an, mir zu gefallen, Tomaten zu töten. Oh mein Gott, ich dachte, er hat etwas Schlimmes erlebt. Aber er ist der, der was Schlimmes getan hat. Oh mein Gott, Leute. Was ist mit ihm los? Genau. Hallo Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute muss ich 24 Stunden Tomaten essen. Und ach, wisst ihr was, es wäre voll nett von euch, wenn ihr mir diese Bestrafung aufhebt, sodass ich es nicht machen muss. Ja komm, weißt du was? Scheiß drauf. Wirklich? Natürlich nicht! Du machst das jetzt und frisst sofort eine Tomate weggestellt. Oh Gott, wie soll ich das 24 Stunden schaffen? Ach verdammt, ja. 24? Mit dir steht 48. Macht jetzt 24 oder 48? Ja Leute, ich muss 24 Stunden lang Tomaten essen. Das ist eine Bestrafung, da ich gegen Ungein Battle verloren habe. Genau so sieht's aus. Er hat gegen den Hero-Influencer verloren. Und ich sag euch die Sache. Er hat es mit dem Falschen angelegt. Er dachte, er kommt hier auf die Insel und er dachte, er könnte mich hier einfach im Wettessen besiegen. Erst habe ich ihn im Pizza-Wettessen platt gemacht, dann habe ich ihn im Schokoladen-Wettessen platt gemacht. Und danach habe ich einer ihrer... Nee, das Thema spreche ich mal nicht an. Das andere Thema spreche ich mal besser nicht an. Ich habe auf jeden Fall seiner Mutter noch eine Tomate nach Hause geschickt per Post. Mhm. Und ihr wisst, was dann abgegangen ist. Weißt du, wer 24 Stunden nur Tomaten isst? Oder zwei Tage? Ich weiß nicht, ob ihr gar nicht kennt oder neu auf meinem Kanal seid, wie auch immer. Ich bin so ein Psychopath. Ich hasse Tomaten. Wirklich. Ich hasse. Also wirklich. Ich will das wissen. Ich will diesen Hass spüren. Ich hasse Tomaten. Wirklich ein abnormal ekelhaftes Drecksgemüse. Guckt euch doch mal bitte das Innere an. Bitte. Hammergeil. Tomatenbeste. Ey. Es gibt nichts Besseres, ey, ich sag's euch, Schwarzbrot, also ein sehr dunkles Brot, am besten Schwarzbrot, so Pumpernickel oder Schwarzbrot, ja? Richtig schön körniges Vollkorn-Schwarzbrot. Dann Tomaten, nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick geschnitten, normale Tomatenscheibchen, Scheibchen, aufs Schwarzbrot drauf und mehr braucht ihr eigentlich fast nicht, nur das, Tomaten und Schwarzbrot, Salz und Pfeffer, wenn ihr möchtet, peppt ihr das Ganze auch mit ein bisschen Zwiebeln auf, rote Zwiebeln drüber, kann man machen. Die sind auch geil, aber allein die Tomaten reichen schon. Ich sage euch, das ist mein Lieblingsbrot auf der Welt. Es gibt kein besseres Brot. Viele von euch werden jetzt denken, bah, wie kann er sowas essen? Bah, ein Brot mit Tomate drauf, bah. Aber ich sage euch, ich könnte das jeden Tag essen. Das ist mein absolutes Lieblingsbrot. Einfach nur Schwarzbrot mit Tomate. Es ist so lecker, ey, das ist so lecker. Oh, das ist so lecker, ey. Das habe ich bei meiner Oma einmal gegessen. Das ist so lecker. Das erinnere mich immer an meine Kindheit. Das war so lecker. Was ist das? Wirklich, auch Menschen, die auf Tomaten stehen. Ja, komm, bitte, hört mich das ehrlich beleidigen momentan, wie ihr wollt, wenn ihr Tomaten mögt. Aber Menschen, Tomaten lieben, die lieben es auch, angespuckt zu werden. Ja, das stimmt. Das ist auch wahr. Ich möchte gern angespuckt werden. Ich würde mir auch wünschen, wenn irgendjemand im Chat sich auch bereit erklären würde, mich anzuspucken. Fände ich gut. Also ich ziehe Badehose vorher an und dann geht's los. Ich finde ich einfach nur mega gut. Ich mag das Gefühl, so behandelt zu werden wie Dreck. True, true. True, Leute, true. Wir starten die ganze Scheiße um 18.14 Uhr. Dann geht's 18 Uhr, kommen Sie in mein Netz. Warum ich so spät anfange? Ja, ich musste mich halt noch vorbereiten. Allgemein, die Challenge sollte eigentlich vor einem Monat schon kommen, aber ich musste mich noch vorbereiten. Ich schaff das. Ich schaff das. 2000 Jahre später. Ich bin kurz davor. Unsere erste Mahlzeit des Tages. Eine sehr leckere Delikatesse und zwar... Hä?
Ihr habt jetzt eine Tomate erwartet, oder? Nein, es ist Sascha. Und jeder, der Tomaten liebt, hat jetzt ein Date mit ihm. Und jeder, der Tomaten hasst, hat jetzt ein Date mit mir. Ihr seid auf der richtigen Seite. Und jetzt gebt mir einen Schmatzer. Erste Mal ist halt wirklich jetzt die Tomate hier und ich bin sehr motiviert. Ich meine, guck mal bitte, wie sieht die denn aus innen drin? Hammer. Ein bisschen Salz drüber. Lecker, lecker, lecker. Wie eklig ist das roh? Ey, wer macht denn so und denkt sich so, yeah? Hä? Mega gut, mega. Ey, so klappt das nicht. Ey, scheiße, was kann man denn essen, was mit Tomaten lecker ist? Tomaten mit Schuhen. Tomate mit Toilette. Und zwar Mozzarella. Da laden ja auch einen so richtig ein, Alter. Das ist einmal eine ekelhafte Tomate in die Mozzarella. Jetzt kommt ein geiler Teil in dem Video hier. Die verwirrte Seelen finden das anscheinend ganz lecker, Tomaten mit Mozzarella. Kann man machen. Aber ich sage, ohne Mozzarella ist es noch besser. Dazu kommt jetzt noch Harz und Pfeffer. Wenn du schon Mozzarella und Tomate isst, dann müsstest du noch ein bisschen Balsamico drauf machen. Und ein bisschen Olivenöl. Italiano. Dass ich auch Tomaten mit anderen Sachen vermischen kann. Nur Tomaten. Dann brech das Video wirklich ab. Also sage ich euch wirklich, ich brech ab. Ich heb ab. Tomaten. Junge, wie isst der sein Brot? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der so sein Brot isst? Raffst du irgendwas? Digga, was ist mit ihm? Normale Menschen beißen in ihr Brot einfach rein. Er drückt sich das Brot so gegen die Fresse. Alles klar, Evanio. Was ist denn mit dir, Junge? Schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare oder denkt ihr gerade selber mal, Digga, welche Sache hast du so richtig? Also welches Essen verteufelst du, wo du wirklich wie ich einfach kotzen gefühlt musst? Mir sind es Tomaten. Was ist bei dir? Okay, ich oute mich jetzt, Leute. Ich habe wirklich eine Sache, die ich nicht gerne esse. Also ich rede jetzt von veganen Sachen, ne? Wenn ich jetzt sage, Fleisch wäre lame. Pass auf. Ich habe heute ein Sandwich gegessen. Und auf diesem Sandwich waren verschiedene Zutaten drauf. Manche Sachen sind mir da ein bisschen rausgefallen. Ihr seht, da ist noch ein bisschen was auf dem Teller, so Gemüsereste, ja? Aber zwei Sachen habe ich da bewusst rausgeholt. Und zwar das hier. Seht ihr das? Das sind zwei angebissene Scheiben Gurke mit Schale. Und jetzt denkt ihr euch, hä, wie kann man denn keine Gurke mögen? Ich sage euch Folgendes, Leute. Ich habe nichts gegen Gurke. Ich esse auch Gurke pur und ich mag auch gerne Gurkensalat. Aber wenn man mir eine Gurke auf ein Brot drauflegt, auf ein Sandwich oder in einen Wrap reinmacht, finde ich es einfach nur nervig. Ich mag das überhaupt nicht. Und alle Leute sagen immer, oh, so Gurke aufs Brot, das macht noch diesen frischen Kick, das macht alles noch frischer und leckerer. Ich finde Gurken auf dem Brot nerven mich übertrieben. Ja, ich weiß, das verstehen jetzt richtig viele nicht. Jeder isst Gurken auf dem Brot. Ja, Gurken mit Käse oder Gurken, bla bla. Ich finde Gurken auf dem Brot, die langweilen mich so. Ich finde Gurken so langweilig, weil die schmecken nur nach Gurke. Wirklich, es gibt nichts, was mich so langweilt. Aber saure Gurken mag ich. Saure Gurken mag ich sehr gerne. Aber diese normalen Salatgurken, die finde ich so langweilig. Ja, das ist mein dunkles Geheimnis. Ich wollte es eigentlich nicht zugeben, weil eigentlich mag ich ja alles an Obst und Gemüse so. Ich muss ja als gutes Veganer-Beispiel vorangehen, aber Gurken ist so eine Sache, die langweilt mich so heftig. Boah, Gurken ziehe ich mir auch nicht rein. Nicht freiwillig. Was passiert, wenn man eine Tomate in die Mikrowelle legt? Die wird platzen. Ja. Und sie ist geplatzt. Oh, was ist das für ein Geruch, Alter? Irgendwie so ein bisschen nussig irgendwie, gell? Und wir fangen mal an mit dem Tomatensaft, weil ich probiere mich jetzt durch die Tomatenwelt. Was? Tomatensaft finde ich lecker. Mit auch ein bisschen Pfeffer rein. Tomatensaft, ein bisschen Pfeffer rein, lecker. In diesem Moment habe ich wirklich den Glauben an die Menschheit verloren. Ah. Keine Ahnung, ob das jetzt beides Honigtomaten sind. Auf dem einen stand Honigtomaten, auf dem anderen stand nichts. Jetzt mal die Orange, ne? Hä, die gehen doch voll klar, die kleinen Tomätchen. Wo ist der Honig? Schmecken die? Ja, lecker. Bisschen Honig, aber zu viel Tomate. Oh, ich hasse diesen Saft. Dieser Saft ist so... Ich habe hier jetzt noch Tomatenbasilikum. Kann gar nicht einschätzen, was das ist. Ich weiß nur, es ist giftig. Aha, das ist so gesagt Käse. Den machen wir schön warm. Und wisst ihr was? Während wir den warm machen, machen wir uns eine richtig nice Tomatencremesuppe aus fruchtigen Tomaten. Die wurden wohl befruchtet. Suppe zu machen, muss man erstmal sie kräftig durchschütteln. Völlig tabulose Frauen ab 50, 1, 2, 3, 4. Hallo? Oh, wir hauen nochmal die Tomatencremesuppe so Genießerwürfel für richtige Schleckermäulch. Naja, leider könnt ihr auch als Tomatentasser zugeben, das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, ich tu's mir jetzt an. Also Tomatensuppe schmeckt doch wirklich jedem, oder? Ja, schmeckt ganz gut. Wie schmeckt der Käse dazu? Die Salz? Nein. Der Käse ist raus. Aber wisst ihr was? Wir können auf der Suppe was richtig Geiles machen, was richtig lecker schmecken würde. Und zwar Jäger! Bruder?
Was ist mit dir los? Mais! Meister! Ah, wie kräutermäßig. Das. Digga! Was? Er haut sich? Was? Was ist mit ihm? Hä? Junge, hä? 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 Was? Hä? Was hat denn Jägermeister mit Tomaten zu tun? Und warum? Okay, jetzt raff ich gar nichts mehr. Der Junge ist einfach nur krank. Der ist Junge einfach nur krank. Ich bin nochmal komplett upgrade. Boah, Mann, da hast du was Leckeres gehabt und jetzt machst du es dir kaputt. Boah, ist das ekelhaft. Boah, ich kotze gleich. Ist das ekelhaft. Boah, vor allem Jägermeister hat ja so einen krassen Eigengeschmack, dieses Kräuterschnaps. Digga, die Suppe ist für den Arsch. Digga, was ist denn mit dir? Raffst du was? Wunderschöner guter Morgen. Ja, Moment mal, das ist ja wieder ein Tomatenmorgen. Wir haben jetzt ja morgens und ich würde schon ein paar Tomaten futtern. Ja, wirklich. Aber es gibt einen Ort, da schmecken die Tomaten wirklich nochmal einen Funken besser. Wäre es an einem ganz besonderen Ort, wo ich meine In der Pizzeria. Tomaten naschen werde. Vielleicht kennt ihr noch einige von euch hier. Tomatenwasser! Wow! Junge! Alter, ich werde mich rächen! Vor allem bei diesem Simonoge! Ich werde mich jetzt bei diesem Arschloch hier rächen. Oh, da kommen sie schon. Ich versau dir die Longboard-Tour. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe Flashbacks. Das ist der Ort, wo ich gestürzt bin in Hamburg. Da habe ich mich auf die Treppe gesetzt, hier um die Ecke. Und hier bin ich gestürzt. Er ist in die Vergangenheit gereist und hat eine Tomate hingelegt, damit ich stürze. Er hat es gemacht. Das ist der Ort, wo ich in der Longboard-Tour hingefallen bin. Das ist der Ort. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist genau die Stelle, wo ich hingeflogen bin bei der Longboard-Tour. Er hat das mit der Tomate... Oh mein Gott. Das gibt Rache. Kommen Sie schon. Ich versau dir die Longboard-Tour. Oh, stressig. Das ist genau der Ort. Schaut. Oh mein Gott. Oh, da sind sie. War das gerade so politische Einstellung? Evanio, damit hast du den Krieg gestartet. Ich habe mich jahrelang gefragt, wer hat die Tomate in den Weg gelegt, weil ich habe bis heute nicht verraten, dass es eine Tomate war, weswegen ich ausgerutscht bin. Ich habe es bis heute nicht verraten. Jetzt weiß ich es endlich und ich weiß auch, wer sie da hingelegt hat. So, mein lieber Freund, du wirst sehen. Ich sag jetzt noch nichts. Du wirst dich nicht darauf vorbereiten können. Du weißt auch nicht, wann es passiert. Vielleicht wird es heute passieren, vielleicht morgen, aber vielleicht auch irgendwann. Es wird dann passieren, wenn du am wenigsten damit rechnest. Und dann bekommst du die Rache. Mehr sag ich dazu nicht. Und dachte, ich hole mir mal McDonald's. Auch einen Burger. Hamburger Royalität. Soße weg, Zwiebeln weg, Eisberg sagt er. Er holt sich einen Burger mit Tomate. Tomate. Und weitere Extras. Tomate. 1, 2, 3, 4. Verdammt, der ist kacke. Oh mein Gott, wie geil. Wie viele Tomaten hat er jetzt da drauf? Lecker. Ordentlich giftig. Was ist mit dem los, Alter? Evanio? Ey, fuck! Scheiße, Mann, ich bin infiziert! Schweine paaren sich langsam. Oh nein. Und eher geräuschvoll. Wo ich infiziert bin, dann füge ich mich auch mal schön. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Man kann immer noch scheiße. Alter, ich sehe nicht nur aus wie ein absoluter Kirschenesser, sondern ich fühle mich auch echt scheiße. Ich habe unglaublich Hunger. Wir haben's jetzt. Er sieht aus wie ein richtiger Kirschenesser. Schon 16:42. Ich habe echt wenig gegessen. Wenn ich was gegessen habe, dann nur Tomaten und ich fühle mich unglaublich schwach. Habe echt Kopfschmerzen und will echt noch was Richtiges endlich essen. Wir leben in einer Tomatenkultur. Die Frau drückt noch mal in die Wunde rein. Also ich habe wirklich echt ganz starken Hunger. Mir ist schon schwindelig und ich habe auch gar keine gute Laune mehr, Alter. Diese Tomaten machen mich fertig. Ich will trotzdem noch was Geiles für euch machen, deswegen machen wir jetzt eine Tomatenlasagne. Ich erwarte ja nicht viel, ne? Aber diese Tomate war wirklich schon so in der Verpackung. Bah, es ist ekelhaft, so eine verschimmelte. Oh, die Oh mein Gott, die sind giftig. Ey, die sind wirklich giftig. Schmutz. Oder soll man ein bisschen zermahlen lassen, dazu soll man ein bisschen Mehl kippen. Daraus soll Lasagne werden, klar. Jetzt kommt ein bisschen Milch dazu. Hier ist gerade was Lustiges passiert. Hier ist ja noch Butter übrig, ne? Die Butter ist auf der Tomate, dachte ich mir. Wie nennt man eine Tomate mit Butter?
Richtig, Abfall! Ach ja, stimmt, ich bin jetzt auf eurer Seite. Ach, verdammte Scheiße. Willkommen zurück. Noch ein bisschen. Oh, Junge. Tomaten mag ein bisschen ab. Kommen die Lasagnenblätter hier rein. Hier ein bisschen Mozzarella rauf. Kann man die hier so starten. Das packen wir jetzt noch richtig schön in den Ofen noch. Das wird eine Bombenlanni. Und rein. Und jetzt viel Spaß wünsche ich dir. Passiert da eigentlich was? Was passiert hier? Jetzt! Ach du Scheiße, Leute. Ich habe vergessen, noch andere Blätter aufzumachen. Ach, Scheiße. Wie da? Ah. Die sind einfach steinhart geblieben. Naja, das ist natürlich eine sehr beschissene Salagne. Salagne, oh mein Gott. Und diese Blätter sieht so unabsichtlich aus. Aber vielleicht schmeckt ja dieser Inhalt hier. Ach, käsig, aber leider auch tomatig. Aber er schmeckt ja richtig gut. Er schmeckt wirklich unglaublich gut. Ey, was? Es schmeckt gut, obwohl es so trocken ist. Oh mein Gott. Wenn es richtig gemacht worden wäre, hätte es ja richtig gut geschmeckt. Geile Soße. Wow, dieser Inhalt also so gesagt. Hammer. Ja Gott, Herr im Himmel, danke schön, dass endlich was schmecken darf hier. Und ich muss sagen, es ist 19:31 Uhr, die Challenge ist an sich. 24 Stunden jetzt gegangen, aber... Ja, wisst ihr was? Ich habe echt nicht so viele Tomaten jetzt gegessen. Egal, wir sind hier auf meinem Kanal, Alter. Hier kommt geisteskrankes Zeug. Wir sterben gefühlt für meinen Content. Deswegen machen wir 48 Stunden. Also bis morgen 18 Uhr, diese Scheiße weiter. Und um diese 48 Stunden jetzt, sag ich mal, zu feiern, werde ich jetzt ein paar Tomaten verschlingen. Also wirklich einfach jetzt, wie ich sie am meisten hasse, so Tomaten verschlingen. Und ich weiß, einige von euch... Ach ja, ja, ihr steht drauf, Alter. Naja, ihr quält gern Menschen. Wir haben leider gerade keine Tomaten mehr zu Hause. Ich habe alle aufgegessen. Wir müssen morgen einkaufen gehen. Ich würde so gerne jetzt auch Tomaten naschen. Wenn ich das so sehe, bekomme ich einfach nur Appetit. Tomaten sind so geil. Dafür, dass ich jetzt 48 Stunden lang mache, ist ein Deal. Und zwar bin ich jetzt infiziert wegen den Tomaten und ich darf diese Infektion aufheben. Wie das geht, dafür brauche ich einen Superhelden. Hat hier jemand einen Superhelden bestellt? Nein, nicht so einen, sondern eine Gurke. Ich darf 2 Biss von der Gurke nehmen, mehr nicht, der Rest wieder Tomaten. Oh Gott, Gurken, mein Albtraum. Ach scheiße, ich habe noch diese Mütze auf. Nein, ich bin wieder ich. Am Abend dachte ich mir, gönne ich mir jetzt hier nochmal einen Milchreis. Ihr wisst, nein, mach keine Tomaten im Milchreis. Oh nein, es ist so ekelhaft. Ich hab's schon mal erwähnt, ich bin echter Milchreis-Fan. Den gönne ich mir jetzt. Alarm! Oh Gott, ach stimmt. Ich hab hier Tomaten-Mozzarella-Soße. Oh nee. Dann mischen wir jetzt mit unserem... Oh Gott, das sieht aus wie Totze. Oh nein! Für uns ist der Geschmack der Tomaten das Allerwichtigste. Er hat aus Versehen auf eine Tomate getreten und das Gefühl, auf eine Tomate zu treten, ist so wunderschön. Shakshuka, gebackene Eier in Paprikatomaten, so gut. Ein bisschen Öl, Knoblauch rein, Zwiebeln rein, Handy rein. Alter, guck dir mal, wie dick und böse die aussehen. Bekommt jetzt Tomatenmark. Also es fängt schon mal gut an. Zwiebeln und Knoblauch, immer gut. Weil Mark Tomatenmark. Tomatenmark kann man sich auch gönnen. Hauptsache, hier stand irgendwas mit einem Teelöffel Zucker und ja. Oh mein Gott, er hat einfach einen halben Kilo Zucker reingekippt. Ich muss jetzt hier Löcher reinmachen und da rein kommen dann die Eier. Brauche ich ein Loch? Gib mir ein Loch. Beine breit, ich brauche ein Loch. Darauf überkippe ich jetzt noch alles. Ich sollte so aussehen, sieht allerdings jetzt so aus. Wieder schön verbrannt. Oh nee. Für meine Version noch viel appetitlicher. Dazu serviert mir noch ein geiles Brot. Aber ja, leider sieht man halt viel Tomaten. Also es ist halt wirklich ein Tomatengericht. Leider muss ich auch zugeben, es riecht geil. Es riecht sehr geil. Es riecht sehr einladend. Und ist lecker. Tomate schmecke ich hier bitte. Wow. Wie käsig. Aber nicht so viel Tomate. Und deswegen war es ein bisschen leckerer. Also sogar Tomatenstückchen drauf. Boah. Das schmeckt Bombe, Alter. Wirklich. Alter, kann man leckere Gerichte machen mit. Liebe! Boah, mein Gott, guckt euch mal dieses Stück an. Oh, meine Güte. Ich will nicht aufhören zu essen. Scheiße, Tomaten haben mich ein bisschen. Ich habe euch auf Instagram gefragt, mit was ich noch... Hey, es ist auf der dunklen Tomatenseite gelandet. ...Tomaten essen kann. Und ja, hier kam extrem guter Vorschlag. Definitiv nichts. Rein gar nichts. Perfekt. Auf Instagram kamen nur Antworten auf meinen Snap mit, ist Spaghetti Bolognese. Ich glaube, die Leute haben ein bisschen verstanden, was ich meine. Deswegen mache ich mir jetzt einen geilen, wichtigen Tomatenshake, der mich so stärken wird, dass ich die letzten 1 Stunde 30 überleben werde. Und Zutaten. Ein Tomatenshake, bitte mach keine Milch rein.
Shake kurz nach Milch an. Natürlich Tomaten. Wisst ihr noch, dieser Tomatensaftschorle? Ey, der wirkt, das war, Alter, das war wirklich eine Zumutung. Der kommt da auch noch ein bisschen mit rein. Schmelzkäse, kommt immer gut. Haarspitzer, Limonaden, Zitrone. Holz von Süß-Sauer-Soße. Oh, nee. Touch. Ein rohes Ei. Oh, nee. Für die ultimative Abrundung ein Milchbrötchen. Oh, nein. Und jetzt geht's ab. Oh, mein Gott, was ist das für ein Ekel? Das wird einfach nur aussehen wie Kotze, wird schmecken wie Kotze und guten Appetit. Geruchstest. Es riecht nach Kotze. Aber es schmeckt, hä? Hab ich nicht vorher gesehen? Hab ich nicht genau das gewusst? Es sieht aus wie Kotze, riecht wie Kotze, schmeckt wie Kotze. Ehrlich? Weil genau sieht's aus, wenn du... Na, ich sag's nicht. Das waren teilweise echt beschissene 2 Tage. Ich hatte teilweise mega Hunger, weil ich mich da teilweise ein bisschen drücken wollte davor. Deswegen habe ich auch etwas länger dann gemacht, also 2 Tage drauf. Wenn ich was gegessen habe, war es teilweise abartig, weil Tomaten. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, nach diesen 2 Tagen schmecken Tomaten eigentlich komplett beschissen. Oh. Mann, das ist richtig scheiße. Und Challenge ist jetzt vorbei, deswegen könnt ihr mich komplett am Arsch lecken. Und wenn ihr Bock habt, lasst den Like auf dem Video da. Ein Abo auf dem Kanal. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Kurz geht raus. Ey, wenn ihr mehr von solchen Challenges sehen wollt und mehr von solchen Videos, schaut bei Evanio vorbei. Evanio. Er hat die Challenge gut gemeistert. Die Bestrafung hat er jetzt endlich hinter sich gebracht. Deswegen einen großen Applaus. Evanio, Kuss geht raus. Ich muss aber sagen, Tomaten sind sehr lecker. Und das nächste Mal, wenn du auf die Insel kommst, Evanio, dann gibt es hier richtig leckere Tomaten. Evan, ich weiß, du willst es. Ich weiß, du willst es.